Der Blick meist kritisch. Die Spiele oft erfolgreich. 5 Spiele, 10 Punkte. ERC Ingolstadt. Es funktioniert einfach. Mir gefällt, was ich sehe, aber wir dürfen nicht nachlassen. Zum Auftakt die knappe Niederlage in Düsseldorf. Dann aber. Es gibt die nächste Konterchance für Ingolstadt. Frederik Storm, wieder Tor, wieder drin. 3 Siege in Folge. Gegen Iserlohn, Schwenningen und Straubing. Zu Hause damit noch komplett stolperfrei in dieser Saison. Das macht unsere Mannschaft aus. Wir sind in über 4 Sturmreihen, über 3,5 Abwehrreihen sind wir wirklich sehr ausgeglichen und spielen alle effektives, schnelles Eishockey. Ausgeglichenheit und doch eine Top-Reihe. Faeser, Storm und Friedrich. Vor allem Justin Faeser zeigt sich in Topform. In jedem Spiel hat der Kanadier bisher gepunktet. Und nicht nur vorne sind die Schanzer stark, dank eines Rückkehrers. Super Torhüter, strahlt viel Ruhe aus und ja, auch menschlich ein super, super Kerl. Und ja, wir sind sehr glücklich, dass er wieder bei uns ist. Michael Garteig, schon 2021 im Gehäuse des ERC. Damals wie heute ein sicherer Rückhalt. Und dann steht da auch noch jemand Neues an der Bande. Unser Trainerstab. Der hat hier wirklich einen Fischament reingebracht, denn wir spielen sehr aggressives, schnelles Eishockey. Die Spielphilosophie von Mark French. In Bietigheim wurde seine Truppe nur durch ein Loch im Eis gestoppt. Und im Topspiel am Sonntag in München fehlte nicht viel. Am Ende war es die 2. Pleite der Saison. Insgesamt gibt es in Ingolstadt aber wenig Grund, grimmig zu gucken, oder? Ich denke, so kann man weiterspielen. Dann wird es in Ingolstadt noch des Öfteren Grund zu feiern geben. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.